Hallo, im letzten Video haben wir gesehen, wie wir in Access Abfragen einfache Filter erstellen können. Und in dieses Video werden wir jetzt unser Filterwissen erweitern. Im letzten Video war so, wir wollten nach alle Schmidts suchen. Und bei uns hatten wir das Glück gehabt, dass alle Schmidt sich hinten mit TT schreiben. Ja, da haben wir damals Glück gehabt. Diesmal haben wir das Glück nicht. Und zwar, ich mache mal erstmal einen Filter weg. Und wenn ich hier reingehe, dann sieht man, ich habe hier einen TT, einen Schmidt mit TT, aber ich habe hier auch einen mit DT. Hier auch. Okay? Jetzt, die Frage ist, wie kann ich nach denen alle Schmidt suchen? Sei es TT oder mit DT? Und da müssen wir jetzt, ich gehe mal zurück zum Entwurf, da müssen wir jetzt einen Platzhalter benutzen. Ein Platzhalter ist so wie eine Art Joker, der für ein oder mehrere Zeichen steht. Ja, ich fange mal hier an. Also zum Beispiel, alle Schmidts haben Folgendes gemeinsam. SCH, MI. Hier kann es variieren, entweder ein D oder ein T. Und daher kommt dieser Platzhalter, Fragezeichen. Das Fragezeichen ist ein Platzhalter für einen Variablen oder ein variables Zeichen. Ja? Oder ein unbekanntes Zeichen. Und hinten haben alle Schmidts dann wieder dasselbe, nämlich ein T. Ja? Und das heißt, dieser Filter sucht alle, die vorne SCHMI und hinten T haben. Und in der Mitte, unbekannt, ein Zeichen unbekannt. Okay? Das heißt, ich würde hier die Schmidts kriegen, aber ich würde auch alle anderen Namen, die mit SCHMI anfangen und hinten T haben und innen drin so ein Buchstabe. Okay? Zum Beispiel, was weiß ich, wie Schmied, wenn einer sich mit IE schreibt und ein T. Zum Beispiel. Ja, die würde ich dann auch in dem Fall kriegen, weil das Fragezeichen ist, bringt alle, also ist es ein Platzhalter für ein Zeichen, egal was für ein Zeichen. Ja, und wenn wir uns das anschauen, dann haben wir hier die Schmidts mit DT und mit DT. Okay? Wir können das auch so schreiben. Und man sieht jetzt, sobald ich aus der Dings oder beziehungsweise in der Datenansicht war oder aus dem Kasten raus bin hier, dann sieht man, Access setzt automatisch das Wort wie vorne. Und das wie kommt immer, wenn man nicht eine, in dem letzten Video haben wir immer genaue Filter gesetzt. Schmidt oder was weiß ich, alles größer als 30.000 und so weiter. Aber hier haben wir eine ungenaue einen ungenauen Filter, weil wir hier schon mit solchen Joker-Zeichen arbeiten, Fragezeichen, zum Beispiel hier, und da kommt das Wort wie automatisch. Ja, wir können uns auch die SQL-Ansicht anschauen. Also das oben ist jetzt bekannt, das kennen wir ja, haben wir immer oft gesehen, aber hier ist jetzt das Neue, und zwar where, das kennen wir schon alles, aber hier das Wort like. Like kommt hier automatisch, das ist ja wie das wie in Deutsch. Like kommt automatisch, wenn wir mit solchen Platzhalter arbeiten, wie in unserem Fall ist das Fragezeichen. Okay? Ich kann auch ich kann hier auch zwei Platzhalter benutzen, nämlich Fragezeichen, Fragezeichen. Ja? Das heißt, die Wörter fangen alle an mit SCHMI und hinten die letzten zwei Buchstaben sind unbekannt bzw. variabel. Okay? Und da würde ich in unserem Fall jetzt wieder dasselbe Resultat rauskriegen. Aber ich könnte auch dann Schmiss zum Beispiel hinten kriegen, der hinten sich mit SS schreibt. Oder Schmimm, der hinten sich mit Doppel-M schreibt. Ja? Also ich würde dann auch diese kriegen. Okay, probieren wir mal noch ein Beispiel. Gehen wir mal zurück. Nehmen wir an, ich suche alle Nachnamen, die mit B anfangen und sind 5 Zeichen lang. Ja? Also ich weiß nur, dass der erste Buchstabe B ist. Und der ganze Nachname ist 5 Zeichen. Okay? Und da kommen wir dann, also B ist klar, und dann die für die restlichen 4 Zeichen lege ich dann Fragezeichen. 1, 2, 3, 4. Ja? Und hier nochmal, sobald ich aus dem Kasten rausklicke, zack, kommt dann das Wort wie. Und dann steht wie und dann Gänsefüßle B und diese 4 Fragezeichen. Ja? Und gucken wir mal, haben wir jemand? Und da sehen wir, ah, doch, haben wir jemand. Und das ist Braun. Okay? Und da würden dann auch, sollten hier noch mehr Namen reinkommen später, würden die dann hier auch erscheinen. Okay, und dann hier nochmal noch ein letztes Beispiel mit Fragezeichen. Hier muss man aufpassen, man kann auch sagen, okay, ich suche alle Namen, die nur 4 Zeichen lang sind. Okay, man kann es so machen. Und hier
mit vier, oder wenn's vorne, wenn vorne kein Buchstabe ist, sondern gleich mit einem Fragezeichen anfängt, macht Access ein Problem. Wenn ich jetzt hier weiter wegklicke, da kommt so eine Fehlermeldung. Wie man das verhindern kann, ist ganz einfach. Wenn ihr schon mit Fragezeichen anfängt, macht's in Gänsefüßle. So, und dann Fragezeichen, Gänsefüßle zu. Okay, das wäre eine Alternative. Oder ihr könnt es dann gleich richtig schreiben, wie Gänsefüßle auf und vier Fragezeichen. Dann ist das Problem, dann kommt das Problem nicht. Das ist ein Problem, das habe ich schon seit Access Version 2 gesehen. Und ich weiß nicht, warum das Problem erscheint. Allerdings, wenn man die Fragezeichen in Gänsefüßle schreibt, beziehungsweise vorne auch noch ein Wie reinschreibt, dann ist das Problem erledigt. Jetzt würden wir alle vierstelligen Namen oder alle Nachnamen mit vier Buchstaben kriegen. Okay? So, gucken wir mal. Ja, und da haben wir es. Ne? Grau, Weiß, West. Ja, da kommen alle vier Namen mit vier Buchstaben. Okay, gut. Das wäre mal das eine. Also der eine Platzhalter, den man sich merken kann und der wird oft benutzt, ist das Fragezeichen. Da gibt es einen zweiten Platzhalter und das ist der Stern. Ja, also nochmal zum Fragezeichen. Das Fragezeichen ist ein Platzhalter für ein Zeichen. Der Stern ist ein Platzhalter für x Zeichen. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt die Filter weg, müsste ich alle Daten kriegen. Nehmen wir an, ich suche jetzt nach alle Leute, die als Sachbearbeiter arbeiten. Ja, und ich mache mal hier das größer. Jetzt das Problem ist, wenn ich nur das Wort Sachbearbeiter eingebe, wird nichts erscheinen, weil jeder heißt was anderes. Der heißt hier, die Person heißt oder hat die Stelle Sachbearbeiterin Verkauf. Das ist Sachbearbeiter Technik. Dann gibt es hier Personalsachbearbeitung. Ja, dann hier Sachbearbeiter Personal. Also immer, entweder steht das Wort Sachbearbeiter vorne, hinten und da steht immer was ganz anderes da. Wie kann ich so einen Filter machen? Okay, dann gehen wir wieder zurück in dem Entwurf und gehe hier bei Stelle. Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass alle das haben. Ja, jetzt nach dem Bearp kann dann kommen Bearbeiter, Bearbeiterin, Bearbeitung. Das kann sich unterscheiden. Und deswegen aber vor dieses Wort und hinter dieses Wort weiß ich nicht, was alles kommt. Daher kommen Sterne vorne und hinten. Okay? So, das heißt, der Filter in dem Fall ist Stern. Ich weiß nicht, was vorne kommt. Ich weiß dann, irgendwann muss Sachbearb kommen. Und dann danach, ich kann auch sogar so Bearbeit, so, können wir so weiter. Weil Sachbearbeit, das ist, was alle gemeinsam haben. Und dann hinter diesen Bearbeit kommt dann Bearbeiter, Bearbeiterin, Bearbeitung. Das kann sich immer unterscheiden. Und daher steht der Stern hinten da. Okay? So, und so haben wir alle Fälle gedeckt und gucken wir mal, ob das, und wenn wir hier jetzt wegklicken, steht dann jetzt automatisch das Wie, kommen Gänsefüßle und dann Stern, Sachbearbeit und Stern hinten und Gänsefüßle. Und dann, wenn wir auf der Ansicht gehen, sieht man hier, haben wir jetzt alle möglichen Fälle da. Sachbearbeiterin steht vorne, Sachbearbeiter steht vorne, Sachbearbeiterin steht in dem Fall hinten und hier Personal Sachbearbeitung. Ja, haben also alle Fälle haben wir hier abgedeckt. Und der Stern ist ein Platzhalter für mehrere Zeichen, also nicht nur eins. Jetzt fragt einer die Frage, okay, warum haben wir es nicht bei den Schmitz oder warum können wir es nicht bei den Schmitz machen? Könnte man auch machen. Wenn wir allerdings bei den Schmitz, also wenn wir allerdings den Filter so schreiben, Schmie und dann Stern, dann würden wir nicht nur die Schmitz kriegen, sondern würden wir auch alle Namen, die mit Schmie anfangen, also zum Beispiel Schmidthelm, Schmierlappen, was immer. Ja, also man würde dann alle Namen kriegen. Während mit einem Fragezeichen haben wir es begrenzt, SCHMI plus zwei unbekannte Zeichen. Beim Stern hat man diese Begrenzung nicht. Das kann dann X Zeichen beinhalten. Okay, deswegen war für die Schmitz, wenn wir genau die Schmitz suchen wollen, war der erste Filter schon richtig, SCHMI Fragezeichen, weil da ist ein variabler Buchstabe und dann das T hinten. So haben wir es dann auf die Schmitz begrenzt und da würden wir nicht diese Schmidthelms kriegen und was immer. Okay? Und wenn wir uns die SQL an sich sehen, das ist ja dann sehr ähnlich zum Fragezeichen, nur hier steht wieder Like, allerdings jetzt Sterne, Sachbearbeit und Stern. Okay? Also das ist das Einzige, was jetzt neu hier ist, ist das Wort Like und diese Platzhalter, Fragezeichen und Stern. Okay? Wir können nochmal ein Beispiel probieren. Nehmen wir an, ich suche alle Leute, die bei einer K
KG arbeiten. Okay? Jetzt, wenn wir uns die Firmen angucken, KGs ist eine Rechtsform, die immer als letzte steht. Ja, es gibt nichts danach. Und deswegen kann ich getrost hier so einen Filter reinschreiben, Stern KG. Und da würde ich dann alle KGs kriegen. Okay? Weil nach KG, es gibt keine Rechtsform, also so viel ich weiß, keine Rechtsform, wo KG vorne steht. Okay? So. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach GmbHs suchen wollen, dann könnte ich auch, es kommt das drauf an, es gibt GmbHs, könnte ich so schreiben, weil GmbH steht meistens auch hinten, aber es gibt auch eine Rechtsform, die heißt GmbH und Co. KG. Ja, jetzt, wenn ich nur die puren GmbHs will, dann würde ich das so schreiben. Wenn ich jetzt die GmbHs und die GmbHs und Co. KGs haben will, dann muss ich dann GmbH Stern und dann hinten auch einen Stern. Okay, so würde ich dann, so ist das GmbH dann egal, wo das GmbH steht. Dann würden auch in dem Fall auch die GmbH und Co. KG kommen. In so einem Fall kommen nur die puren GmbHs. Okay? So, als letztes Beispiel, nur dass man das mit der Sache routiniert ist. Nehmen wir an, ich suche alle leitende Personen. Alle Personen, die irgendwie so eine leitende Funktion haben. Hier wieder auch, wenn wir uns die Daten anschauen, Leiter kann überall stehen. Hier steht es vorne und dann haben wir Leiter oder Leiterin. Dann haben wir irgendwo hier, Leitung, ja. Und hier ist wieder bei der Sache, vorne ist unbekannt, Stern. Dann weiß ich Leit. Danach weiß ich nicht. Es kann sein Leiter, Leitung, Leiterin. Deswegen Leit ist das Einzige, was die gemeinsam haben. Und hinten nochmal ein Stern. So, und dann kriege ich alle leitende Personen, die ich kenne. Ja, Geschäftsleitung, Leiter Marketing, Designleitung, bla bla bla. Und das sind die zwei Platzhalter, die man am meisten benutzt. Fragezeichen und Stern. Im nächsten Video werde ich mal weitere Platzhalter diskutieren.